habe einen Flugschein. Okay. Zeigen Sie mir meine neuen Dinosaurier. Er ist weiß. Das haben Sie mir ja nie gesagt. Indominus Rex. Unser erster genetisch modifizierter Hybrid. Also ist sie wohl intelligent. Ein Mann von der amerikanischen Navy ist hier. Owen Grady. Ich weiß, wer er ist. Seine Tiere versuchen oft zu entkommen. Sie sind klug. Er muss klüger sein. Er glaubt bloß, er sei klüger. Ich will, dass sie ihn herbringen. Vielleicht sieht er was, was wir nicht sehen. Oh, Mist. Tut mir leid, er steckt in den Zweigen fest. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodum zu einem neuen Part Lego Jurassic World mit dem Zwergenfürst. Vorne ab, bevor ich mit diesem ersten Level beginne hier. Irgendwo muss ja die Levelplatte sein. Ich entschuldige mich schon mal im Vornherein, dass ich heute so ein bisschen... Es könnte sein, dass ich heute ein bisschen... schwächer bin im Reden, ein bisschen schwächer moderiere. Ja, letztendlich sind es alles nur Ausreden, aber ich habe mir gestern beim Abendessen, muss ich zugeben, mit einem, da muss irgendwas, manchmal sind Steine im Brötchen oder was weiß ich, irgendwie muss dann Steine im Brötchen gewesen sein, jedenfalls habe ich mir da irgendwie mit etwas Spitzem oder Hartem, die das Zahnfleisch auf meiner rechten Backe millimeterweise aufgeschürft, so dass meine Fresse am gestrigen Abend so dermaßen geblutet hat und ja, und das pulsiert immer noch so ein bisschen, das hat sich über Nacht natürlich wieder gelegt, aber ja, bin dadurch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, leicht behindert im Sprechen. Ja, ich weiß, behindert ist jetzt kein Wort, was man dafür verwenden sollte, aber... Oh, die Levelplatte versteckt in so einem Teil. Es kann deshalb jetzt ein bisschen sein, dass ich mich da ein bisschen zurücknehmen muss in Sachen Moderation und Labern. Das ist heute nicht... wie ein Wasserfall drauf los labere, sondern nur das Nötigste rede. Ich heute also auch ein bisschen lispel und ein bisschen nuschel, dann ja, liegt das nicht daran, wie sonst immer, dass ich zu blöd zum Reden bin und ein bisschen bekloppt bin, sondern ja, jetzt wisst ihr das Bescheid, dann liegt das an Schmerzen im Mundbereich. Ich hoffe, es verheilt wieder. Und jetzt ab ins Spiel, das ist jetzt nicht über meine Wunden reden. Scharfe Gegenstände wie Messer können durch dichtes Lego-Gebüsch schneiden. Drück hier für Y. So. Okay, zu meiner Verteidigung. Das war diesmal ein völlig anderer Fehler. Ach, das hat mir noch gefehlt. Komm schon auf. Du kannst doch sicher ein kleines Schwein finden. Okay. Und was läuft hier? Das Schwein hat sich so schön versucht zu befreien mit so einem Kuhfuß. Ach ja, der Lego-Humor. Den liebe ich. Den haben wir nicht. Das müssten wir in einem freien Spiel machen. Das freie Spielen spielen wir nicht. Ist ein Lego-Spiel. Hatte ich mal was dazu gesagt. Lego 100% habe ich daraus gelernt, dass wir das nicht machen. So. Er kann hier mal das frei
ziehen. Ein Barry ist das. Was? Charakter aus Resident Evil? Oder was? Barry und Owen. Na, Owen ist nicht. Ist, glaube ich, kein Resident Evil Charakter, aber Barry ist eindeutig ein Resident Evil Charakter. Die ist zwar nicht. Der zwar nicht diese Hautfarbe in Resident Evil, aber ja, ist auch ein bisschen älter und ein bisschen anders gebaut. Aber was soll's. Ich höre auf mit den Resident Evil Vergleichen. Ist Lego. Lego Jurassic World. Ein Lego Resident Evil, das wäre doch mal eine ulkige, aber lustige Sache. Ich würde spielen, also wäre zwar etwas komisch, wie ich schon gesagt habe, aber ich würde mich auf sowas freuen. Resident Evil, Lego, wie da wohl die Zombies aussehen. Oh, was war denn das jetzt? Ach so, das kann ich nicht. Liebe Lego, Nintendo Spieleentwickler, ich bin dabei, wenn ihr Resident Evil als Lego macht für den 3DS. Ich spiele es für euch. Ich teste das für euch. Ich bin dabei. Mit Freude sogar. Ich habe schon so eine Vermutung, wo das Schweinchen drin ist. Da wackelt auffällig eine Mülltonne. Und wenn das mal nicht in der Ort ist, wo sich das Schweinchen versteckt. Die Mülltonne grunzt sogar, also da ist es doch, das Schweinchen. Ein Schwein reiten. Na, das wird doch schon immer ein Schwein reiten. So, und jetzt auf der anderen Seite hier runterziehen. Wird das Schwein jetzt verfüttert oder was? Wahrscheinlich. Zack, ab ins Dino-Gehege mit ihm. Das Schwein wird zu Dino-Futter. Schweinchen. Das wird nicht mehr lange leben. Oh, wir sind die Raptoren. Blue und Charlie. Cool. Ich spiele Blue. Das sieht cooler aus als Charlie. Ja, sorry Charlie, nichts gegen dich, aber Blue sieht ein bisschen episch aus mit seinem blau-grünen Fell. So, hops. Holen wir uns das Futter. Holen wir uns das Schwein. So, noch zerstören. Bauen können wir wahrscheinlich nicht, oder? Können die bauen? Oh ja, die können bauen. Seit wann können Dinos Sachen aufbauen? Es gibt Menschen, die nicht bauen können, aber Dinos, die bauen können. Alles klar. Zack. Sind wohl schlaue Dinos. Ganz schlaue Dinos. Dass die sogar Lego-Gegenstände aufbauen können. Ohne Anleitung. Das können manche echte Menschen nicht. Joa, Blut ist halt ein ganz heftiger. Da zeigt uns das Schweinchen hier den Schwanz und den Popo. Okay, es wird sowieso gleich gefressen. Dann gibt es leckeren Schinken. Den Schinken hat es uns präsentiert. Vielleicht auch ein kleines Filetstück. So. Komm schon, den Sprung schaffst du. Y. Okay, nicht Y. Ach so, hier. Einfach drauf zielen. Jetzt würde ich mit einer Waffe schießen. Alles klar. Habe ich wieder was dazu gelernt.
So, hier rauf. Zack, wo ist das Schweinchen? Wo ist das Schweinchen? Ist das hier irgendwo, oder? Ist doch bestimmt hier irgendwo. Ach so, ich kann was zusammenbauen, was hier. Alles klar, so schlau können doch keine Dinos sein. Dass die so einen Elektromechanismus auseinanderbauen. Glaube ich nicht, dass Dinos so clever sind. Schweinchen! Mein Schweinchen! Achso, ah. Jetzt kann ich auch noch ein Gitter öffnen und einen Gittermechanismus schließen. Alter. Die Dinos will ich nicht in einem Käfig halten. Wenn die wissen, wie man sowas öffnet. Klug genug sind sie. Scheinbar. So. Und jetzt hier das ziehen. Intelligente Lösung. Sei denn, es ist so gebaut worden, dass die Dinos das verstehen sollen. Es gibt ja auch Mechanismen, die halt primitiv genug sind, damit sie rein theoretisch von Tieren verstanden werden können. Und die Schließmechanismen für die Käfige, die sind halt so gut, dass die halt nicht kapiert werden. Da reicht es halt nicht aus in der Dino-Logik. Ja, aber was jetzt? Was machen wir hier? Vielleicht erklärt uns der hier. Oder auch nicht. Vielleicht können wir hier einfach dann schnuppern. Und da rieche ich nur einen Schweinchengeruch. Okay. Haben wohl sehr guten Geruchssinn. Und da ist das Schwein drunter, oder? Jo. Wie würde es sonst so rascheln? Mittagessen. Nein, es haut ab, das Mittagessen. Jetzt muss Charlie mal was aufbauen. So. Das ist trotzdem... ist trotzdem wahnsinnig unrealistisch. Dass die nicht in Dinos Technik bedienen könnten. Ja, vorausgesetzt, es wäre logisch, dass Dinos überhaupt mit Technik in... Ja, ich weiß. Aber... Ach, Mann. Ich meine natürlich, für die Verhältnisse ist klar, dass Dinos natürlich niemals mit irgendeiner Technik in Verbindung kommen würden. Weil jegliche Art von Technik erst Millionen von Jahren nach ihrem Leben passiert wären. So, Blue, du fängst dir mal am besten das Schwein, bevor es entkommt. Es scheint sehr weit zu entkommen. Okay, hier brauchen wir zwei von der Sorte. Zwei von der Sorte. Und da habe ich einen Buchstaben verstuckt. Knacken aber auch gut. Und zwei von der Sorte. Eigentlich habe ich zwei gesagt. Also ZWAU. Was soll's? Passiert. So, Charlie darf mal schnuppern hier. In der Scheiße. Na, riechst du was, Charlie? Riechst du etwas? Scheinbar nicht. Dann mach du das mal, Blumen. Vielleicht kannst du es besser. Und da drüben. Blue schnuppert an Kacke. Alles klar. So. Und da haben wir ein Schwein. Oha. Ein Mensch. Die Verspeisung war noch viel lieber, oder? Nicht den Mensch fressen.
Böse Dinos. Oh, und Granny kann in Dino-Haufen nach nützlichen Gegenständen suchen. Dann hüpf mal rein. Ist ja klar. Ab in die Kackehaufen springen. So, aufgebaut. Wer kann hier was machen? Halt Y gedrückt. Ach so, er kann's. Zack. Ach, das ist so ein Blaster, der das. So ein Betäubungsblaster. Lasst mich raus. Los, lass den raus. Oh, das würden wir wahrscheinlich gebrauchen können. Ach, das versprüht solche Blitze hier. Die zumindest, wie hieß das, betäuben. Die betäuben können. Ein Blast auf Betäubung stellen. Mr. Spock. So. Das Tor öffnet sich. Los, schnell, Robus. Owen, ich möchte, dass Sie mitkommen und sich etwas ansehen. Eine neue Spezies von uns erschaffen. Wir möchten, dass Sie das Gehege auf Schwachstellen untersuchen. Indominus Rex? Wo ist es? Es war doch hier. Wir waren hier. Das ergibt doch keinen Sinn. Nie im Leben könnte dieses Biest über die Mauern gelangen, ohne dass wir es merken. Aber vielleicht darunter durch. Okay, dann versuchen wir mal, den Indominus Rex zu finden. Dann mal einen Indominus Bändiger. Okay, ich weiß ja. Ich habe den Film geguckt. Indominus Bändigen. Okay, ja, das ist ein bisschen. Könnte ein bisschen schwieriger werden. Vor allem mit so einem Taser, das könnte ein bisschen. Da brauchst du schon etwas größere Dinger. Hier haben wir noch den Aufseher im Indominus-Gehege. Okay, den brauchen wir wahrscheinlich für sowas hier. Der öffnet uns das hier. Kann dann wahrscheinlich den Code eingeben. So, haben wir uns da. Ja, reingehackt wollte ich sagen, aber wir sind ja berechtigt dazu. Haben wir uns eingeloggt. Hier oben kann ich nicht sehen. Okay. Hier mal ein bisschen zerstören. Wir brauchen ein paar Stats hier. Denn in Lego-Spielen sind wir mal geldgeil. So, ihr wisst Bescheid. So. Einmal hier runter. So, hier einmal reinhüpfen. In die Scheiße. Was soll sich da denn in einem Kotthaufen an Scheiße für nützliche Sachen befinden? Ja, Partikel, über die wir klettern können. Ich hinterfrag's mal lieber nicht. Ich will nicht wissen, ob. Also ich weiß nicht, ob ich da lang klettern sollte. Irgendwas, was ich aus der Scheiße gegriffen habe, irgendwie da eine Wand zu befestigen und da lang zu. Ha, nee. Also ich will da ungern lang klettern. So. Was ist das nächste? What's the next? Okay, ich lebe in der Luft. Als wir dachten. Und was jetzt? Da liegt ein Baumstamm drin. Können wir damit was anfangen? Wahrscheinlich nicht. Kaputte Gegenstände reparieren. Kann er das? Ja, er kann das. Das ist gut. Einmal drauf gehauen, hier viele Male hintereinander, und dann befüllen wir hier diesen Tank mit Wasser, der überläuft, und
die große Hülle hier, die große, das große Erdloch mit Wasser befüllt und dann können wir hier über den Stamm, der oben schwimmt. Prima. Spitzenklasse Idee. Was haben wir hier? Kratzspuren an der Wand. Die Mauer ist 12 Meter hoch. Sie glauben doch nicht, sie ist rausgeklettert. Nee, das glaube ich nicht. Auf was? Was für ein Saurier, die da im Labor zusammengerührt haben. Gehege 11, hier ist die Zentrale. Sie müssen das Gehege sofort verlassen. Gehege 11, hören Sie! Was ist das Problem? Ich kenne den Film, ich weiß, was da jetzt läuft. Käfig. Mit Ihnen zusammen! Ja. Genau das. Wir müssen hier ganz schnell raus. Ganz schnell, sagte ich. Nicht hier einfach lang schleichen. Renn um dein Leben. Nicht schleichen. Rennen. Ihr seid sowieso erledigt. Hier wird niemand gefressen. Komm, ihr seid erledigt, wenn ihr nicht rennt. Das Teil ist so klug. So, ihn hier brauche ich. Na komm schon. Zack. Das Teil kurz schließen. Oha. Da ist er. Der Indominus. Okay, der wurde jetzt scheinbar gefressen. Zumindest können wir ihn nicht mehr retten. Okay, Tarnumhang. Können wir uns jetzt dran vorbeischleichen. Aber wohin will ich? Will ich überhaupt da an ihm vorbei, oder? Was ist mein Ziel? Wahrscheinlich hierhin. An seinem Schwanz vorbei. So. Und jetzt das hier. Befreien. Okay. Ein Kotthaufen hier. Was von Pflanzen überwuchert wurde. Lecker. So, haben wir. Einmal aufbauen. Eine Ente. Eine aufziehbare Ente. Na toll, damit locken wir ihn direkt zu uns. Oder halt auch nicht. Okay. Er scheint nicht drauf reingefallen zu sein. Na doch, irgendwie schon, aber... Er versperrt den einzigen Ausgang. Ja. Das war eine blöde Idee, ihn da hinzulocken. Gibt es einen Weg auf die Aussichtsplattform? Wahrscheinlich ja. Vielleicht. Das muss ich erst überprüfen. Dann tarnen wir uns mal und gehen an ihm vorbei. Kommen wir nicht an ihm vorbei? Gut, dann halt nicht. So, dann müssen wir einen anderen Weg finden. Vielleicht geht's hier lang. Okay, er kann das. Dann soll er es machen. Ach so, er macht da wieder ein Login in die Technik. Na denn. Ah, da kommt eine Wand raus. Eine Kletterwand. Das habt ihr gut installiert. Ich weiß zwar nicht, warum man eine Kletterwand in einem Dominos Rex Gehege installiert, aber wenn es hilft. So. Hier haben wir was Rotes. Was Weinrotes. Ah, was zum Essen. Und nun. Hier noch die Stats einsammeln. Brauchen wir. Geld schadet nie. Kann man immer gebrauchen. Ein bisschen Geld. So. Und dann... Vielleicht können wir jetzt mal durch. So ein Strauch im Weg, so ein kleiner, der uns nicht durchlässt. Das wird es auf jeden Fall sein. So. Und dann hier mal öffnen. Ganz leise. So. Ein Loch in.
Und wir sind raus. Knockout also. Und ganz schnell raus hier. Oh nein. Das sieht gefährlich aus. Ja, schon. Der kommt auch mit raus. Bah. Da würde ich mir auch die Nase zuhalten. Evakuieren Sie die Insel. Sie hat ein Implantat in ihrem Rücken. Ich kann sie vom Kontrollraum aus auch. So. Dann beende ich diesen Part an dieser Stelle. Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl und ja, haut rinne bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Man sieht sich.